Heidio Leute, willkommen zu Bögis Welt Folge 61. Heute wieder mit dabei der Jan. Moin. Moin. Der Pornofilm Bad Pussy aus dem Jahre 1973 parodiert Batman. Und lässt eine Darstellerin als Bat-Pussy auf einem Hüpfball durch Gotham City hüpfen. So ein anspruchsvoller Film. Ja. Da hat dann auch der Begriff Lederlappen wahrscheinlich auch ganz andere Bedeutung. Ne? Für die sind, also Lederlappen ist ja Batman in Schweden, heißt der Ton so. Ein paar zig Folgen zurück kam er mal erklärt, Batman heißt in Schweden Lederlappen. Ja. Und Bat-Pussy in dem Pornofilm, wäre ja dann... Lederpussy. Lederpussy, ich weiß es nicht. Bettlappen. Bettlappen. Terpentin ist kein künstliches Produkt, sondern ein Koniferenharz. Ne, wo man immer denkt, das stinkt ja so wie Benzin oder sowas, ist aber ein Koniferenharz. Also Bio. Bisschen aufgearbeitet, ja, aber... Ne? Der derzeitige US-Präsident Barack Obama ist Bierliebhaber und lässt darum in der Küche des Weißen Hauses auch Bier brauen. Mhm. Aber der darf doch gar keinen Alkohol, der ist doch Moslem. Das weiß ich. Naja, er ist Präsident, er darf alles. Ja, richtig. Oder alkoholfreies Bier vielleicht. Wer weiß, was er da braut, keine Ahnung. Genau. Wer weiß das? Wer weiß das? Schreibt es in die Kommentare. Wer hat es schon mal getrunken? White House Ale oder? Ja. Vielleicht Ginger Ale. Ah. Root Beer. Emissär ist die Bezeichnung für einen Abgesandten mit geheimem Auftrag. Also wenn der Papst jetzt einen losschickt, einen Abgesandten, und der hat einen geheimen Auftrag. Dann nennt man den Emissär. Zigaretten holen. Kondome für den Papst. Ja. Emissär. Abgesandter mit geheimem Auftrag. Ja. Wladimir Putin hat den 9. Grad des schwarzen Gürtels in Taekwondo. Chuck Norris hat nur den 8. Grad des schwarzen Gürtels. Das sagt zumindest der Putin, dass er den hat, ne? Also wenn das der Chuck Norris rauskriegt, dann hat sich das Thema Russland, glaube ich, erledigt. Das gibt Ärger. Kim Jong-un hat ja übrigens den 50. Grad. Der Dusseligkeit, oder wie? Das auch, ja. Beim Online-Dating haben Frauen die meiste Angst davor, einem Serienkiller oder einem Psychopathen zu begegnen, wenn man sich live trifft. Bei Männer haben aber nur die meiste Angst davor, auf eine dicke Frau zu treffen. Das musst du dir dann mal so vorstellen, in so einem Chat. Wie so, Serienkiller 815. Hallo, fette Q69, wie siehst du aus? Ich bin 1,78 groß, wiege 59 Kilo, bin blond und Friseuse. Was bist du von Beruf, Serienkiller 51? Ich bin Milliardär. Ah.
Ein Mezzanin. Mezzanin ist ein Halb- oder Zwischengeschoss zwischen den Volletagen, also zwischen den richtigen Etagen. Wurde früher als Dienstbotenwohnung oder für die Toilette oder so benutzt. So auf halber Treppe Räumlichkeiten nennt man Mezzanin. Kommt vom italienischen Mezzo, halb. Ah. Mezzo-Mix, deswegen. Halbe, halbe. Halbmix. Mhm. Ah, wieder was gelernt. Als Pelé, also der Fußballer, sein 1000. Tor schoss, ließ die brasilianische Regierung 1969 eine Sonderbriefmarkenserie drucken. Sieh mal an. Jo. Haben sie aber auch Pelé draufgeschrieben, ne? Der echte Name, der wäre ein bisschen lang. Der wäre zu lang gewesen. Für so eine kleine Briefmarke. Weißt du noch, wie der hieß? Das war in irgendeiner Folge davor. Müsste mal zurück. Edson Arantes. Noch irgendwas. Dinastario, genau. Oder so ähnlich. So ähnlich, ja. Die am häufigsten geträumten Dinge handeln vom Fliegen, vom Fallen, von Sex, von Freunden und vom Tod. Das ist gut möglich, ja. Das sind die am häufigsten geträumten Dinge. Also wenn du träumst, du hast beim Fliegen Sex mit deinen Freunden und fällst in den Tod, dann ist das der ultimative Traum. Dann hast du ultimativ alles abgearbeitet. Ja. Was habt ihr geträumt das letzte Mal? Schreibt es in die Kommentare. Die Tankstellenkette Aral wurde 1898 gegründet und lief seit 1918 als Benzolverband GmbH, kurz BV genannt. So hieß die damals, ne? Mhm. Firmierten die als Benzolverband. Mhm. Okay. 1924 entwickelte dieser Benzolverband ein Benzin-Benzol-Gemisch von 6 Teilen Benzin und 4 Teilen Benzol als Otto-Kraftstoff. Da Benzol zu der chemischen Gruppe der Aromate gehört und Benzin zu den Aliphaten, nannte Walter Oswald den neuen Kraftstoff BV Aral. Also von Ar von Aromaten und Al von Aliphaten. Ah. Wissen, dass die Welt nicht braucht. Gut, dass Benzol nicht zu den Anomaten gehört, ne? Hätten wir heute Anal super. Ja, Aral gehört im Übrigen heute dem britischen BP-Konzern. Hm. Normalerweise dauert es 17 Monate und 26 Tage, um über einen Ex-Partner hinwegzukommen. Also, dass man dann komplett da, ne? Aha. Beschwerdefrei nicht mehr dran denken kann. 17 Monate. 17 Monate, 26 Tage. Jasmin Tridevil ließ sich eine dritte Brust implantieren. Ich glaube, die bekannteste Szene ist in dem Arnold Schwarzenegger-Film, wo er auf dem Mars ist. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Ist die das nicht? Nee, guck mal, der ist von aus den 80ern irgendwann. Ja, weiß ich nicht. Die ist ja gerade mal... Wie alt mag die sein? Keine Ahnung. War jetzt erst, was weiß ich nicht, wie alt ist die, 26 oder was? Mhm. Das Bild hat man ja gesehen, der geht auf Facebook oder so, wo so vor ihrem Spiegel steht mit so einem komischen... Richtig. Ja, so. Braucht dann nur googeln oder bei Facebook mal reinschauen. Jasmin Tree Devil aus Tampa, Florida, USA. Passt ja auch der Name, ne? Tree Devil! Ping, ping, ping. Ja. Das braucht, ne? Ja.
Alle britischen Panzer verfügen an Bord über ein Gerät zum Teekochen. Sehr wichtig bei den Briten, ne? Ja, ne? Tea Time. Das machen die dann auch wie bei dem Asterix-Film, ne? Erstmal alle Pause im Krieg. Erstmal alle Pause, über Tee trinken. Ja, die müssen ja Pause machen. Stell dir mal vor, du hast so einen heißen Tee in so einem engen Panzer. Ja, das kann gefährlich werden. Das taugt ja nichts, ne? Ja. Um eine Beziehung einzugehen, entführen manche männlichen Delfine die Weibchen, also ein Weibchen, und halten sie so lange gefangen, bis sie Geschlechtsverkehr haben. Das ist ja... Und dann haben sie eine Beziehung. Eine tolle Beziehung. Das ist dann das Stockholm-Syndrom wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Was dann in die Kraft tritt. Also wenn man das hier einführen würde, oha, 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 oha. Warum haben sie diese Frau entführt? Ich bin ein Delfin! Ich hätte sie auch freigelassen, wenn wir Sex gehabt hätten. Ja. In Russland können Lehrer während einer Wirtschaftskrise, wenn Geldknappheit herrscht, auch mit Wodka bezahlt werden. Da kommen sie ja vielleicht bald wieder hin, wa? Bei Griechen ist das ein Uso. Uso, ja, genau. Silviagus Palustris Hefneri. Was? Silviagus Palustris Hefneri. Gesundheit. Ist eine 1984 in Florida entdeckte Marschkaninchenart. Aha. Und wurde nach Hugh Hefner benannt. Ach, deswegen Hefneri am Ende. Genau. Aha. Weil die haben wahrscheinlich so viel gerammelt. Marschkaninchen. Mhm. Das kann so einfach sein. Der im Schwarzwald geborene Karl Ludwig Nessler erfand die Dauerwelle. Ja, er war wahrscheinlich Friseur. Gehe ich mal von aus. Ein Kommafalter ist kein penetranter Deutschlehrer, der Kommas faltet. Nein, ein Kommafalter ist einfach ein Schmetterling. Wie der Zitronenfalter. Genau. Der faltet ja auch keine Zitronen. Das sage ich euch das nächste Mal. Du willst Zitronen falten. Zitronen faltet. Die Schneekoppe ist mit 1603 Metern über Normalnull die höchste Erhebung im Riesengebirge. Schneekoppe. Gibt es das eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Das gibt es bestimmt noch. Früher war das mal. Keine Werbung mehr. Die machen aber keine Werbung mehr. Ne? Nee. Wer kennt noch Schneekoppe als Produkt? Schreibt es in die Kommentare. Ketchup, Cola, diese weiche Brötchen da. Hat mal einer gesagt. Der Grund für eine Erektion ist ganz simpel. Stickstoffmonoxid. Und zwar, wenn an den Nerven, geben die Nervenenden im Penis des Mannes Stickstoffmonoxid ab und dadurch erschlafft die Wandmuskulatur der zuführenden Arterien. Dadurch füllen sich die Schwellkörper dann mit Blut. Stickstoffmonoxid. Ach, so einfach ist das. Ja. Oh, du freust dich, freue mich zu sehen. Nein, ich habe nur Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid. Überschuss. Tja, Leute. So ist es, ne? Ja. Macht es hübsch. Wir gehen bis zum nächsten Mal. Jasmin Tridevil googeln. Wir gehen jetzt Jasmin Tridevil googeln. Hauptsächlich nach Bildern. Ja. Tschüss.